Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Lustiges aus Schüleraufsätzen. Meine Schwester hat einen italienischen Freund. Er sieht sehr gut aus und ist immer sehr leger angezogen. Offenes Hemd und Hose. Odysseus war viele Jahre lang fort von zu Hause. Dort wartete schon sehnsüchtig seine Frau Odyssee. Plötzlich leckte der gefährliche Löwe, dem Androklos, das Gesicht. Die Zuschauer hatten eher das Gegenteil erwartet. Säuren können ächzend wirken. Vor der Aufklärungswelle war der Geschlechtsakt eine Schweinerei, über die man nicht spricht. Heute ist sie erlaubt und macht Spaß. Das trojanische Pferd war nur außen ein Pferd, innen war es ein Wohnmobil. Die Schwerkraft betrifft alle. Besonders stark ist sie im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen. Die sogenannten Schundhefte hat mir mein Vater gestrickt verboten, weil ich sonst Sachen lernen würde, die er lieber für sich behält. Die Erinnen sind so bösartige Weiber, dass ihnen Giftschlangen aus dem Körper wachsen, wo andere Frauen Haare haben. Wenn man kurzsichtig ist, geht man zum Optimisten und lässt sich eine Brille verschreiben. Auf dem Volksfest hat mein Bruder einen Strauß künstlicher Blumen erschossen. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.